Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Tanjas Tipps und Tricks. Heute nochmal ein leckeres Adventskalender-Unboxing. Und zwar habe ich mir nicht nur den Gourmet-Adventskalender von Foodist gekauft, sondern auch den Kinder-Adventskalender. Ja, und wenn ihr jetzt ein paar Sekunden dran bleibt und euch mein Intro anschaut, dann kommen wir direkt zum Unboxen. Bis gleich! Und hier sind wir auch schon wieder, beziehungsweise hier bin ich wieder. Zum Adventskalender ist ein Heftchen gekommen. Bei dem Gourmet hatten wir ja nur eine Karte. Hier ist ein ganzes Heftchen dabei. Ist beim Kinder-Adventskalender auch immer schön, weil da sind so Sachen drin wie ein Rezept für Weihnachtsplätzchen. Und, upsala, ach, Hilfe. So, dann könnt ihr was basteln aus buntem Tonpapier. Dann gibt es noch eine Tannenbaumdekoration, Dekorationsanleitung. So, dann gibt es die Werte. Ach, entschuldigt bitte. Nein, das machen wir jetzt nochmal. Nein. Nochmal. Oh Gott. So. Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Tanjas Tipps und Tricks. Heute Cut. Hallo alle zusammen, willkommen auf meinem Kanal Tanjas Tipps und Tricks. Heute das zweite Adventskalender-Unboxing. Und zwar habe ich mir nicht nur den Gourmet-Adventskalender von Foodist gekauft, sondern auch den Kinder-Adventskalender. Ja, und wenn ihr jetzt ein paar Sekunden geduldig seid und euch mein Intro anschaut, dann kann es auch gleich mit dem Unboxen losgehen. Bis gleich. So, ja, was noch mitgekommen ist, ist das obligatorische Heftchen Backen, Malen und Basteln. Da ist beispielsweise ein Rezept drin für Schokokekse. Dann irgendwas zum Basteln. Dann was zum Ausmalen für die Kinder, davon dann ganz viel. Dann haben wir hier noch so ein Labyrinth und ein Rätsel. Ja, ach so, und dann umgedreht, keine Ahnung was. Ah, warte mal, da ist irgendwas drin mit Schachtel Nummer 3. 1, keine Ahnung. Ich lasse es mal, das sieht so aus. Ich lasse es einfach mal an der Seite stehen und dann gucken wir mal, was es ist. So. Ich meine, auch dieser Kalender für Kinder, nochmal um ihn zu zeigen, ist, finde ich, zurückhaltend schon. Also nicht quietsche bunt, aber dennoch schön. Also der andere Foodist-Kalender ist ja nur in so einem dunkelblau gehalten und fertig. Aber hier hat man sich dann nochmal die Mühe gemacht und einzelne Tierchen rausgearbeitet. Das finde ich dann wieder klasse. So, fangen wir mal an mit der 1, die ich ad hoc nicht finde. Doch, da. Oh. Das ist die 1. Weil da steht irgendwas mit 1 und Playing Schock, Schokolade und Spielzeug Weihnachten. Nee, das ist es nicht. Das ist in der 1. Also das, okay, dann sind das nicht die Türchen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn da? Ein Salzkaramell Almond war Mandel, ne? Ja.
Was steht denn hier? Das ist ein bio-veganer Keks mit gesalzenes Karamellmandeln. Glutenfreie Haferflocken sind drin. Karamellisierte Mandeln. Kokossirup aus kontrolliert biologischem Anbau. Okay. Der fühlt sich auch, ja, ich sag mal, nicht allzu hart an, aber auch nicht weich. Ich glaube, das ist so ein Mittelding. Okay, alles klar. Packen wir mal oder suchen wir mal die zwei. Da, habe ich auch schon gefunden. Da ist sie. Ah, okay. Ja, okay, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Diese Fruchtquetschis sind da drin. Ja, was will man dazu sagen? Banane, Apfel, Erdbeere und Himbeere. Das ist ein Fruchtquetschi. So, die drei habe ich auch schon gesehen. Da ist sie. Die hat sogar noch das süße Bärchen. Ne, so. So. Alles klar, die drei. So, keine Ahnung. Ich halte es erstmal in die Kamera. Das ist die drei. Mango, Passionsfrucht, Apfel, Fruchtgummis. Ah, okay, da wird ein Schuh draus. Ja, okay, jetzt erfühle ich es auch in der Packung. Ja, okay. Ich halte es wieder so wie bei meinem Gourmet-Adventskalender. Ich packe erstmal alles aus und dann gucke ich mal so, dass ich so ein paar Sachen probiere, weil ich bin immer noch total satt. Total satt, ich mag kein Blatt. Die 4 ist da. So, da ist die 4. Und ich meine, auch die hatten wir letztes Jahr im Adventskalender drin. Oh. In irgendeinem auf jeden Fall, weil die kommen mir auch sehr bekannt vor. Die Snack Bites Raspberry Brownie, also Himbeere Brownie. Zu Deutsch, das ist ein Dattelfruchtwürfel mit Nüssen. Aus Dattel, Mandelmus, Kakaopulver, Kakaoblüten, Nektar, gefriergetrocknetes Himbeerpulver, Pekannüsse, geröstete Cashewkerne, geröstete Mandeln. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, die 5. Oh, seht ihr, habe ich gar nicht gesagt, wie viel der Kalender gekostet hat, Mensch. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Der Kalender hat knappe 60 Euro gekostet. Das durch 24 Türchen geteilt sind 2,50 Euro pro Türchen. Das nochmal dazu gesagt. So, bei der 5 waren wir jetzt, ne? Da. Da ist die 5 mit so einem Pinguinchen drauf. So. Ich halte es erstmal wieder in die Kamera, bevor ich gucke, was es genau sein soll. Ah, das sind dehydrierte Erdbeeren. Aha, interessant. Ich halte es nochmal etwas. So, seht ihr? Ja, gut, da. So ein bisschen könnt ihr das sehen, ne? Ja, getrocknete Erdbeeren. Ja, kann man mal probieren. Schauen wir mal. So, die 6 und somit Nikolaus. Da müsste ja jetzt was Besonderes drin sein, ne? Für kleine Kinder Nikolaus was ganz Besonderes, außer Knecht Ruprecht kommt. Dann nicht mehr. Wobei ich immer Glück hatte. Ich durfte immer zum Nikolaus gehen. Meine Schwester durfte immer zum Knecht Ruprecht gehen. Die hat sich schon vorher in die Hosen geschissen, weil sie ganz genau wusste, was kommt. Ja, Fruchtgummis. Ne? Vegane. So. Steht denn da sonst noch irgendwo was drin? Nö. 55 Gramm. Vegane Fruchtgummis mit Waldbeergeschmack. Okay. Alles klar.
Kann man nichts mit falsch machen. So, suchen wir mal. Das ist ja die 7. Ich muss mich echt mal anders hinsetzen hier. So, die 7 ist das da. Auch wieder ein harter Keks. Ein bio-veganer, glutenfreier Keks mit Preiselbeeren und Schokolade. 50 Gramm. Ja, der hört sich auch nicht schlecht an. So. Die 8. Ja. Die 8 ist hier. So. So. Oh, in der 8 sind 2 Dinge drin. Zum einen dieses hier und zum anderen dieses hier. Das Bild, das wird wirklich immer wieder dunkel und heller. Komisch. Ja, außer die Kamera ist kaputt. Gut, was haben wir denn da? Wir haben eine Waffel mit Kakao-Vanille. Okay, kann man nichts mit falsch machen. Und wir haben einen Riegel mit Apfel-Mango. Ein Biofruchtriegel mit Apfel-Banane-Birne-Mango. Ab 3 Jahren. 25 Gramm. Okidok. Die 9. Die 9 ist groß. Die 9 haben wir jetzt hier. Ah, okay. So ist richtig. So. Das ist in der 9. 100% organisch. Ja. Ein Tee. Ein Rosi-Rentier-Tee. So. Ein Bio-Früchte-Tee-Mischung. Okay. 5 bis 10 Minuten muss man den sogar ziehen lassen. Da ist drin Äpfel, Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, Brombeerblätter, Honigbuschblätter, Süßholzwürfelwurzel, Süßholzwurzel. Also so richtig hat sich das jetzt noch nicht gelohnt. So in Sachen Probiererei. 10. Da. Aber vielleicht kommt ja noch was. Weil irgendwie, weiß ich nicht, bin ein bisschen enttäuscht bisher. Das ist in der 10. So, Strawberry Forever von Roba. Ja, also ich würde sagen, ein Riegel. Was steht da? Organic Raw Nut and Fruit Bar with Strawberry and Banana. Okay, es ist ein Fruchtriegel mit Erdbeeren und Banane. Ja, die 11. Da. Da ist die 11. So, das ist in der 11, was immer das jetzt auch ist. Ja, ich würde sagen, es ist Cracker mit Pizzageschmack. Ja, das ist ein Snack mit Pizzageschmack. Okay, ja, das lohnt sich mal dann zu probieren. Gucken wir mal, inwiefern Pizza Pizza ist. Ne? Bei Kindern muss man ja auch dann immer so aufpassen. So, die 12, ah ja, die 12 ist hier. Schwuppsi. Das ist in der 12. Ein Riegel
ein Fruchtmandelriegel. Schockzilla mit Banane, Kakao und Sesam. Ja. Ein Fruchtmandelriegel. Was haben wir denn da so an? Zutaten. Französisch kann ich nicht, Leute. Warum schreibt ihr denn vorne Deutsch drauf und die Zutaten macht denn Französisch? Das ist, ja. Ja gut, Banane, Kakao, Sesam. Ja. Die 13, da. Da ist die 13. Okay, in der 13 hätten wir Lollis. Biologische Lutscher mit Erdbeere und Vanille. Die kommen mir gerade recht, muss ich wirklich sagen. Weil ich ja in Urlaub fliegen möchte nächsten Monat. Und für den Druckausgleich lutsche ich gerne einen Bonbon, beziehungsweise hier Dauerlutscher. Und die Bonbons hätte ich mir holen müssen, weil ich keine habe. Die Dauerlutscher habe ich jetzt. Okay, und das finde ich schon mal gut. Die kann ich wenigstens gebrauchen. So, die 14. Die 14 haben wir auch schon gefunden. Da, klein, süß, niedlich. Okay. Ich halte es erstmal in die Kamera. So. Puddings Pop Squares. Hä? Cinnamon. I don't know. What do you mean? Ah, hä? Das ist Gebäckhappen. Leckere Gebäckhappen mit einer süßen Zimtfüllung. Ah. 4 Stück. Na gut, lassen wir auch mal draußen. So, probieren wir gleich auch mal. Ich bin zwar nicht so der Zimt-Fan, aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren. So, die 15. Die 15 haben wir hier. Ich habe jetzt immer noch nicht rausgefunden, was das mit dem Heftchen hier auf sich hat. Wartet mal. Weil da steht doch was, eine super fruchtige Überraschung erwartet dich in Schachtel Nummer 3. Das Fruchtgummi mit Mango, Passionsfrucht und Apfel von Superfru. Und daran ist alles wirklich super. Der Geschmack, die Zutaten, ganz natürlich, bla bla bla. Hä? Okay. Ich schenke es keiner weiteren Beachtung mehr, glaube ich. Ach du Schande, ja okay. Das musste ja auch irgendwie noch kommen. Kleine Zuckerdinger für Keksbacken. Ja, okay, alles klar. Verschenke ich weiter. Weil ich dieses Jahr eigentlich nur vorhabe, eine Sorte Kekse zu machen. Das wird mir zu viel, echt, Leute. Das wird zu viel, ey. Machen wir mal mit der 16 weiter. Das wird echt zu viel. Ich meine, ich kriege die Dinger weg, wenn ich sie backe und an Nachbarn verteile, an Familie verteile und den Rest mit zur Arbeit nehme. Auf der Arbeit ist es so, dass die Dinger keine 24 Stunden durchhalten. Aber, ach nee, ey, weiß ich auch nicht. Also wenn ich ganz viel Bock hätte, dann würde ich mehr machen, aber sonst ne. So, das ist in der, was habe ich gesagt? Ich weiche immer in der 16 drin. So, was haben wir denn da? Kokosnuss-Milchschokolade. Bio, vegan, glutenfrei, wenn ich es richtig übersetzt habe. Das ist ein Fruchtriegel mit Kokos- und Schokoladenüberzug. Okay.
Ja, ich glaube, den probiere ich gleich auch mal. Ich bin zwar auch nicht so ein großer Fan von Kokos, aber es gibt da eine Schokolade mit Kokos, die mag ich wie die Hölle. Also, nein, das war jetzt falsch ausgedrückt, weil die Hölle mag ich ja nicht. Den Schoko mag ich. Mag ich wie den Himmel. Wir machen mit der 17 weiter. Kommt, nee. 17. 17 da. So. Zack. 17. Cashew Butter Bites. Cremige Erdbeerfüllung. Okay. Das ist Bio-Dattel-Cashew-Kugel mit Erdbeerfüllung. Okay. Probiere ich auch mal auf das Probierhäufchen. Ja. Ich bin schon wieder ganz woanders. Machen wir mal mit der 18 weiter. Ist, glaube ich, besser. So. Da, 18. Sieht auch niedlich aus, so. So. In der 18. Das kennen wir alles. Alle meine ich. Kinder im Eukal. Und zwar nicht hart, sondern weich. In der Sorte Wildkirsche mit 5 Vitaminen. Gummidrops. Jo. Okay, kann man auch nichts mit falsch machen. Alles klar. So, die 19. Die habe ich da gesehen, genau. Da ist die 19. Ich meine, ich finde den süß, den Kalender. Haben sie sich Mühe gegeben. Ah, okay. Da. Ein Tassenkuchen. Mit Banane. Ich bin kein Fan von Banane. Wird weiter verschenkt. Wird sich ein Abnehmer finden, hundertprozentig. Die 20. Da. Da ist die 20. So. Das ist in der 20 drin. Ein Mini-Porridge mit dreierlei Beeren in Riegelform oder in Viereckform. Ein Porridge-Riegel, Müsli-Riegel auf Haferbasis mit Beeren. Okay, was für Beeren sollen da drin sein? Was ist denn eine Zichorin-Wurzelfaser? Korinthen, Cranberries? Apfelmehl, getrocknete Johannisbeeren, Brombeerpüree. Okay. Okay. Ich sag nur okay. Machen wir mit der 21 weiter. Da ist sie. Ah, okay. In der 21 haben wir wieder ein Quetschi. So. Und zwar Kürbis, Banane, Apfel, Pflaume mit Hafer, Zimt und Rapsöl. Na gut, alles klar. So. Die 22, da. Da ist sie, klein und niedlich mal wieder. Ich meine, das hatten wir doch auch schon drin, ne? Das da. Bio-Fruchtkonfekt auf Dattelbasis mit Heidelbeeren und Vanillegeschmack. Ja. Okay. So, die 23. Da. Da ist die 23. Wieder ein Keks.
Ein Keks. Ein bio-veganer Keks mit Vanille und bunten Schokolinsen. Ja, auch wieder relativ hart. So, die 24 und somit das letzte Türchen. Na, komm her. Die fehlen nicht. So, da. So. Ja, okay, ich habe es mir fast gedacht. Da ist wieder mal eine Packung Fruchtgummis drin. 150 Gramm Fruchtsaft Wintermix. Fruchtgummi mit 4 Sorten, reinen Säften und Vitamin C. Ja, okay, ohne künstliche Farbstoffe. Ja, okay. Also, wenn ich ganz ehrlich sein muss, der Gourmet-Kalender, den finde ich besser. Aber ja gut, ich bin ja, ne, ist ein Kinderkalender. Ja, natürlich ist da was Kindgerechtes drin. Aber mir ist da der Fruchtgummi-Anteil so ein bisschen zu hoch und diese Keksanteile. Aber gut, was will man machen? So ist es. Stimmt, ich wollte ja noch was probieren. Beinahe vergessen. Ja, dann probieren wir jetzt die mal, ne? Diese mit Pizzageschmack. Dinger. Ja, also so sehen die Dinger aus. So. Ja, man merkt schon ein bisschen den Pizzageschmack, aber jetzt nicht so heftig. Für Kinder würde ich sagen, angebracht, ja. Okay, den finde ich schon mal gut. Und dann würde ich sagen, probieren wir das auch nochmal. So, 4 Stück. Ja, nicht übertrieben. Die sehen irgendwie aus wie Häufchen. Ja, sehr. Also Zimt, ja, schmecke ich jetzt im Nachhinein. Schmeckt sehr nach Keks. Also ja, finde ich auch in Ordnung. So. Und dann wollte ich ja noch mal den hier probieren mit Kokos. Ja, die Schokolade schmeckt. Kokos schmeckt mir auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, like Bounty. Und die hier wollte ich ja auch noch mal probieren. So, da sind 2 Stück drin. Ja, ich versuche gerade die Erdbeer zu finden. Ja, nee, ist nicht so mein Geschmack. Dattel Cashew. Also, die Dattel schmecke ich, derbe. Cashew eigentlich weniger. Die Erdbeerfüllung gar nicht. Ja, schade drum. Aber gut, so ist es nun mal.
Gut, ja, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tanjas Tipps und Tricks, dann würde ich doch sagen, abonniert einfach meinen Kanal. Wird noch was kommen im Laufe der Jahre? Schadet ja auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht ist ja doch noch mal das eine oder andere an Tipp und Trick dabei, wo ihr sagt, oh, guck mal, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Könnte ich ja auch demnächst so und so machen. Ja, und jetzt quatsche ich nicht lange. Ich sehe zu, dass ich das Ganze jetzt schneide, hochlade, damit ihr es sehen könnt. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Bis dann mal. Tschüss.